Bulgarien hat seine zweite Übergangsregierung unter der Leitung von Ministerpräsident Dimitar Glavcev vereidigt. Das Land bereitet sich auf die 7. vorgezogene Wahl innerhalb von 3 Jahren vor. Präsident Rumen Radev kündigte an, dass die Wahl am 27. Oktober stattfinden wird. Er unternimmt damit einen erneuten Versuch, die politische Sackgasse des Landes zu überwinden, ausgelöst durch Minderheitsregierungen, gescheiterte Koalitionen und eine niedrige Wahlbeteiligung. Както напоследък, а няма гаранция, че ще бъде на следващите избори по-висока, тогава именно честността на вота придобива огромна тежест. На второ мнение. И аз затова бях категоричен и продължавам да настоявам борбата с купения и контролиран вот да бъде издигната в приоритет. Neben der Sicherstellung fairer Wahlen im Oktober hat die Ernennung eines neuen bulgarischen EU-Kommissars vor Ablauf der Frist am Freitag oberste Priorität für die Übergangsregierung. Die konservative GERB-Partei hat die ehemalige Außenministerin Ekaterina Zakarieva vorgeschlagen. Andere Namen, die in Betracht gezogen werden, sind der ehemalige Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Europas, Sergei Stanishev, und die amtierende bulgarische EU-Kommissarin Iljana Ivanova. Sie wird von Ursula von der Leyen und der EU-Kommission favorisiert.